Guten Abend. Guten Abend. Ich bin ein in Franken sozialisierter Europäer, das heißt, der Vortrag kann Spuren von Fränkisch enthalten. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zu meiner Forschung zu digitalen Zwillingen. Hier auf dem Logo, das ist das Logo von unserer Universität, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das sind die beiden Markgrafen Friedrich und Alexander drauf. Die beiden sind keine Zwillinge, aber die beiden hier sind Zwillinge. Die arbeiten beide bei der NASA. Und da haben die einfach mal einen von beiden in den Weltraum geschossen, den Weltraumzwilling, und einen haben die als Referenzobjekt auf der Erde behalten, sozusagen der Erdzwilling. Und da haben die untersucht, wie sich so ein Aufenthalt im Weltraum auf den menschlichen Organismus auswirkt. Und als der zurückkam, hat man halt verglichen. Sieht man, so ein Aufenthalt im Weltraum führt dazu, dass man einen Bart hat, nehme ich an, war wahrscheinlich das Ergebnis. Und bei digitalen Zwillingen ist es ganz ähnlich, da habe ich einen physikalischen Zwilling, das ist irgendwas, was ich anfassen kann, und einen digitalen Zwilling. Und der existiert in dem virtuellen Raum. Und um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, schließe ich mich an meine Vorrednerin an, ohne Bier geht gar nichts. In dem Fall aus Franken importiert, weil ich mich in keine Kölner oder Düsseldorfer Kalamitäten begeben wollte. mache das mal anhand von einer Bierflasche, und für diese Bierflasche hier haben wir einen digitalen Zwilling gebaut, da haben wir weder Kosten noch Mühen gehabt. Hier ist er, wunderbar. Und an den digitalen Zwilling von dieser Bierflasche können wir mal so ein bisschen Daten ranhängen. Also zum Beispiel das Flaschengewicht, das sind 380 Gramm und das ganze Ding ist 26 cm hoch. Hat ungefähr einen Durchmesser von 7 cm. Das ist jetzt noch nicht so atemberaubend, aber man kann schon ein bisschen was damit machen. Kann sich zum Beispiel mal ausrechnen, wenn ich so als Hochzeitsscherz meinem Kumpel seinen ganzen Vorgarten mit Bierflaschen zuknallen will, wie viel ich da ungefähr brauche. Das sieht so aus. Oder falls ich eine krasse Phobie vor Pfandautomaten habe, kann ich mir anhand dieser Daten schon mal ausrechnen, wie lange kann ich denn Bierflaschen einfach in meinem Wohnzimmer sammeln, bevor ich wieder Pfand abgeben muss. Das Ganze sieht dann so. So aus. Und da haben wir schon mal zwei so Anwendungsfälle, was ich jetzt mit diesen bisschen Daten machen kann. Spannender ist es natürlich, wenn ich meinen physikalischen Zwilling und den digitalen Zwilling verbinde. Und für die Verbindung habe ich mal mein Smartphone dabei, da sind allerhand Sensoren dran. Und diese Sensoren kann ich nutzen, um von der Bierflasche Daten zu erfassen. Das Ganze sieht dann so aus, genau. Ich werde jetzt mal das Handy hier an der Bierflasche befestigen. Wunderbar. So, smarte Bierflasche. Also der physikalische Zwilling. Jetzt müssen wir den noch verbinden. Moment. Gut, hat geklappt, super. Wir sehen, jetzt werden von der Flasche Daten übertragen, und zwar die Temperatur 8 Grad, ist super, ich liebe mein Bier bei 8 Grad, und die Füllmenge ist ein halber Liter. Und die Daten kommen jetzt direkt von dieser Bierflasche. Ich habe jetzt eh gerade ein bisschen trockenen Mund und bin auch ziemlich aufgeregt, deswegen trinke ich jetzt einfach mal einen Schluck. Wunderbar. Bier hat immer noch 8 Grad. Wir haben jetzt noch 0,3 Liter in der Flasche. In meiner Forschung beschäftige ich mich jetzt allerdings nicht mit Bierflaschen, sondern mit Fertigungsanlagen. Und das mache ich nicht allein, das mache ich mit einem Praxispartner. Hier sieht man mich auf dem Weg zu meinem Praxispartner. Dort warten Franz und Markus auf mich. Und mit den beiden mache ich so etwas Ähnliches, wie ich jetzt mit der Bierflasche gezeigt habe, aber halt mit einer Fertigungsanlage. Und dafür haben wir uns mal eine Fertigungsanlage rausgesucht, und zwar genau die hier. Und die macht diese Wechselaufsätze für Nassrasierer, und zwar baut die aus lauter Einzelteilen zusammen. Also ich habe eine Warnung bekommen, Bier ist untrinkbar in 2 Minuten, das ist ganz fürchterlich. Wir sehen hier, die Temperatur ist angestiegen auf 9 Grad, also ein schlimmes Debakel droht. Also ich habe jetzt von meinem digitalen Zwilling eine Warnung bekommen. Ist die Frage, kriege ich von dem auch irgendwie einen Hinweis? Gibt es auch eine Empfehlung? Genießen Sie Ihr Bier doch jetzt gleich, solange es noch kühl ist. Das ist eine super Idee, das mache ich gleich mal. Das war ziemlich anstrengend, das zu üben, da musste ich unglaublich viel Bier trinken.
Wo haben wir stehen geblieben? Ah, genau, bei der Fertigungsanlage. Also wir haben uns diese Anlage geschnappt und haben dann was ganz Ähnliches probiert, und dass wir an die Daten von der Anlage kommen, da haben wir natürlich kein Smartphone genommen, sondern da waren wir krass professioneller unterwegs, da haben wir eine sogenannte Franzbox entwickelt. Und diese Franzbox macht im Endeffekt genau dasselbe wie das Smartphone, also die kann Daten von der Anlage empfangen, und aus so einer Anlage kriegt man so eine ganze Menge von Daten, die kann die speichern oder eben auch weitergeben, und die haben wir dann in der Anlage verbaut. Das sehen wir hier. Also die haben wir nicht mit Klebeband reingeklebt, sondern tatsächlich halt reingeschraubt. Und die sammelt jetzt da fröhlich Daten zu dieser Anlage. Und basierend auf diesen Daten bauen wir praktisch einen digitalen Zwilling zu der Anlage und können da neue Dienste entwickeln, die wir jetzt basierend auf diesem digitalen Zwilling anbieten können. Wie zum Beispiel so ein Dashboard, wo wir jetzt aktuelle Daten von der Anlage sehen können. Ganz ähnlich wie der Füllstand und die Temperatur von dem Bier. Oder eben auch Warnungen ausgeben können, dass zum Beispiel in naher Zukunft irgendwie das Material, also zum Beispiel Klingen für diese Wechselrasierer alle sind, und da irgendwie ein Mitarbeiter hingehen muss, um die aufzufüllen, damit ein Produktionsstillstand vermieden werden kann. Und ich habe ja gesagt, ich mache es nicht allein, sondern ich mache es zusammen mit einem Praxispartner. Und mein Praxispartner ist so ein mittelständisches Unternehmen. Und mittelständische Unternehmen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Oma. Und stellen wir uns mal so eine klassische Klischee-Oma vor, die kann vielleicht super gut kochen. Und mein Praxispartner, die können richtig, richtig gut Fertigungs- und Montageanlagen bauen. Und dann ist es aber halt manchmal so, wenn man die Oma jetzt mit neuer Technologie konfrontiert oder so einen Mittelständler, dann kann das Ganze halt irgendwie auch mal so aussehen. Und in meiner Forschung probiere ich jetzt einen Beitrag dazu zu leisten, dass sozusagen mittelständische Unternehmen in die Lage versetzt werden, neue Technologien, in dem Fall digitale Zwillinge, für sich ganz gewinnbringend nutzen zu können und sozusagen aus dieser Oma, die richtig gut kochen kann, so eine Insta-Oma zu machen, die nach wie vor richtig gut kochen kann, aber durch den Einsatz von neuen Technologien, jetzt in diesem Fall Social Media, sozusagen ihre Produkte vielleicht noch besser vermarkten kann oder im Fall von meinem Praxispartner neue Funktionalitäten an ihre Anlagen zu bauen, die dann für den Kunden noch besser machen. Und es können ganz verschiedene Richtungen sein, in die es geht. Also es kann sein, dass man versucht, irgendwelche Ausfälle zu verhindern. Es kann aber genauso gut sein, dass man irgendwie so einen ökologischen Ansatz wählt und sagt, das Ziel ist es, dass eine Anlage möglichst effizient läuft und die Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen, möglichst optimal ausnutzt. Gut, jetzt noch ein bisschen Werbung. Wir haben ein super cooles Paper geschrieben. Das ist das Paper, das ihr auf jeden Fall kennen müsst. Da haben wir mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was es aktuell in der wissenschaftlichen Literatur zu digitalen Zwillingen gibt. Also wenn da jemand einen Einstieg sucht, einfach dieses Paper runterladen, lesen, ist auch meine E-Mail-Adresse drauf, zusammen mit einer Kollegin geschrieben. Falls irgendjemand Ideen zu meinem Thema hat, Anmerkungen, noch irgendwelche Fragen, ich glaube, es sind im Nachgang auch noch hier. Ich freue mich da wirklich sehr über jeden Input, den ich irgendwie bekommen kann. Und möchte mich jetzt am Ende von meinem Vortrag sehr für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen herzlichen Dank.